Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte noch mal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Okay. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. So. Komme ich hinten hoch? Jo. Wow. So, den Shit kleben wir hier. Der ist am Kuckeln. So. Klürt. Oh, da hinten kommt noch einer. Ah, noch zwei. So. Entdeckung. Oh, bloß nicht. Alle meine Deckung. Ja, ich brenne. Nein, nein. Oh, das war Klaus. Ich muss Ihnen etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus. Und es passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Oh, so viele Bomben. Sie glauben doch nicht. Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein Völkermordender ist. Oh, geht schon besser wieder. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen zu überleben? Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Oh, Bombe. Viel Glück, Agent. Oh, noch eine Bombe. Alter, ich brenne. Aua. Aua. Oh, so close, so close, so close. Na, so voll geheilt, nice. Warnung. Kontamination steigt. Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle, Ende. Ich gebe mein Bestes. So. Scheiß Bomben. Da lang, okay. Wenn's piepst, also immer aufpassen. Ah, da hinten sind ein paar. Feuerwerk! Oh, der hat ein Healpack gedroppt. So. Oh, der auch noch. Geil, 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 geil. Zwei Heals wieder. Nice. Ah, hier oben kann man rauf. Wieso nicht? Der lebt noch. So, jetzt aber nicht mehr. Jetzt aber nicht mehr. So, weiter geht's. Okay. Oh, eine Tasche. Da sind alles die Zivilisten. Hier wohnen die wohl.
chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Alles klar, alle meine Deckung. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Ja, auf jeden Fall, ey. Okay. Der Ernst der Lage, Leute. Alter, was spackt der denn da so rum? Den haben wir. Da liegt ein Haufen Grün. Oh, der bastelt ein Geschütz auf. Schon wieder weg. Zivilist, geht auch in Deckung. Nein, ich bin am Lachen. Ich habe gerade hier fertig nachgeladen. So. Ach, da kommen noch mehr. Hau bloß ab mit deiner Pumpe, ey. Okay, den haben wir. Den haben wir problemlos. Ah! Verdammt. So, rauf da aufs Dach. Oh. Kann ich hier die schicke Skyline genießen? Ja, sieht nicht schlecht aus. Oh. Das sind aber ein paar. Boah, wie gern ich einen Sniper hätte. Ich will den Sniper. Gib sie mir. Oder ich werde sauer. Ich will euch doch einfacher umbringen können. Wohin rennst du? Jo. Zwar nicht das präziseste Gewehr, aber es langt. Uah, Genickbruch. Ah, hier lang, okay. Hier lang, hier lang. Alle wollen hier lang. JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erst sehen. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Oh, down, down, down. Nice. So. Also los, Agent. Kann ich mehr als zwei hier mit mir tragen? Na, ist gut. Hier ist Dr. Candle. Probenteam, hören Sie mich? Hier, bitte. Wir hören Sie, Doktor. Oh, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche für jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach. Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das, dass die Mission abgeschlossen ist. Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Ja, mach ich. Funken Sie Dr. Candle an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Ah, nur. Verstanden, Doc. Battle Ende. Hier kennen wir aktuelle Lage. Für diese Leute ist es wichtig.
Oh, ein gelber. Martinez! Hey, Martinez! Martinisierst du da gerade ein bisschen rum? Oh, da kommen ein paar Typen. Puh. Ah, er hat noch gelbe Unterstützung dabei. Schnell, schnell, schnell. Oh, jetzt war er so zugenebelt. Jetzt so auf seinen Rücken ballern können. Nein, keiner geht rein. Alle bleiben zu Hause. Ich habe nur keine Nades mehr. Alter, was für ein Deckungskampf. Oh, Sam fängt mit einer Pumpe. Es tut mir schon leid, Martinez. Das juckt mich noch nicht mal. Ach, fick dich, ein scheiß Geschütz. Das macht, wenn dann, ein bisschen Schaden. Oh, ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Dein Geschütz macht mehr Schaden als du, Martinez. Was sagt das über dich aus? Außer, dass du jetzt gleich tot bist. Ein toter Martinez. Alles klar. Gebiet ist gereinigt. Gegner sind eliminiert. Wir klären den Shit. Rufen Sie die Agency. Wir regeln das. Ich bin Batman. Na, was haben wir denn hier? Oh, eine SMG. Eine schöne SMG. Oh, relativ schön. Ach ja, stimmt, ich habe ja eine Sniper. Scheiß drauf, SMG. SMG, SMG. Ha, die sieht ja lustig aus. Kopfschussschaden. Oh Mann. Ja, komm. Kopfschussschaden, das wird jetzt hier so ein super krasses Ding. Alter, wie das aussieht. Oh, Magazingröße auf jeden Fall. Das wird meine neue Mainwaffe, Leute, ich sag's euch. So. Das wird mein kleines Killer-Ding. Oh, das ist ja die. Warum ist hier, Alter? Zieht's euch ein. Richtig nice. Hätte ich auch nicht. Warte mal, hätte ich nicht drüber? Agent, na okay, hätte ich nicht. Falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Alles klar. Das werde ich doch tun. An einem sicheren Ort, okay. Wo ist er denn? Ach da. Mal drauf schießen. Okay, passiert nichts. So, jetzt langsam runter. Langsam. Okay. Das müsste reichen, Agent. Das war sehr langsam. Ja, gut gemacht. Also, Probenteam. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Alles klar. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Genau, langweilt mich nicht. Ich sterbe sonst vor Langeweile. Wenn ihr mich mit interessanten Sachen langweilt. Ich bin fürs Töten da, ihr fürs Kauderwäsch. So. Ist hier nicht auch ein Safehouse? Habe ich das Safehouse hier schon? Wenn ihr mich nicht täuscht, ich guck mal noch. Hier müsste doch eigentlich ein Safe-Raum sein, Safe-Room. Yo, Safe House. Hey, die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände haben, von den Flüchtlingen meine ich,
bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank. Oh, haben wir schon mal ein paar Missionen für den Stream. So, neue Missionschens. Wollen Sie etwas davon haben? Nö, ich möchte aber etwas davon verkaufen. ja, komm, die Pumpe brauche ich nicht. Die Pistole scheint irgendwie... Weg mit der Sniper. Weg mit der AK. Das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Kann alles weg. Das Siefenrohr behalte ich erstmal für eine bessere Schnipper. Ich wette, Sie wollen sofort testen. Alles zu verkaufen. Natürlich. Oh, Ska-L. Und den blauen Schnipper. Oh, der Dream. Aber zu wenig Cash, zu wenig Cash. Das passiert. Wir sehen uns dann. Ja, ich weiß, dass das passiert. Dann ein anderen Mal. So, machen wir mal hier den Hampelmann. So, Leute, mit diesem Hampelmann verabschiede ich mich jetzt auch erstmal. Das dürfte dann jetzt halt die dritte Folge sein, die aber, glaube ich, ein bisschen kürzer ist. Aber das macht ja nichts. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr auch schon eher Dark Souls sehen wollt, mit einem Level 30 Typen, der Legendary Sachen trägt, sagt Bescheid, lasst es mich wissen. Dann kommt es halt früher, bevor ich halt mit der Story fertig bin. Wenn die Videos euch natürlich gefallen hat, lasst auch einen Daumen drunter da. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und wenn ihr auch mehr von mir sehen wollt, abonniert auch. Ich würde mich da ganz doll, richtig dicke drüber freuen. Und schaltet auch nächstes Mal ein bei mir, den Gamer Neighbor, der Sebastian. Haut rein, Leute!